Lava. Oh, ich sehe der Lava. Ich frage mich, wie kommen wir sicher runter? Ja, so kommen wir sicher runter. So. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft und ich bin diesmal nicht alleine. Hallo. Ja, der Sock of Frenic ist wieder dabei in Folge 63, müsste das jetzt sein. Ja, Channel-Link in der Beschreibung, so wie alles andere, was ihr zu dem Spiel wissen müsst. So, und jetzt hat's eine Karte. Ja, ich weiß nicht, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir sind in der letzten Folge fast gestorben. Ja, zur Feier des Tages gibt's eine Karotte, ne? Und ich habe wieder diese Dämchen, ich weiß gar nicht warum. Ist irgendwie egal. Auf jeden Fall, ist irgendwie egal, okay. Ach, warte, ich glaube, ich weiß warum. Nee, ich bin lustig. Aus dem Grund. Nein, ich möchte kein Texture Pack ändern. Ich mache ja wieder voll fehl. Egal, so, wir... Ich will doch nur Minecraft zocken. Was? Nein. So. Mann. Mein Gott. Wir jetzt Minecraft spielen. So. Wir haben immer noch die Rotte in der Hand. Und gehen jetzt einmal mal Richtung Heim. Also jetzt weiß ich nicht, wo unser Zuhause ist. Und verdammt, mein Blatt ist... Scheiße. Ich habe nämlich mal die Koordinaten auf dem Blatt geschrieben. Und das Blatt ist jetzt weg. Scheiß drauf, ich gucke mir dann ein anderes Video an. Das heißt, wir müssen jetzt in der Folge eine Höhle suchen. Das heißt, wir wollen eine Höhle suchen, um dann mal ein paar Erz wieder abzubauen. Warte mal. Wie weit bist du denn weg von deinem Haus? Weil da finden wir es ja sogar. Also, mein Haus müsste aber... Da sehe ich genauso. Bei 1300 irgendwas. Und Z-Koordinate ist, glaube ich, -49, irgendwie sowas. Ich will mich aber auch gar nicht festhalten. Ja, hast du da irgendwie einen Turm gebaut oder so bei deinem Haus? Weil... Ja, da ist ein hässlicher Turm mit einer hässlichen Falle drauf. Warum fragst du? Ja, dann dürfte das ja eigentlich gar nicht so schwer zu finden sein, theoretisch, oder? Ja, das ist natürlich die Frage, ob ich da richtig liege. Vor allem, ob es -1300 oder +3300 ist. Deshalb würde ich einfach sagen, wir schlachten ein paar Schweine und gehen einfach in eine Höhle. Hey, lass doch deine Mutter in Ruhe! Ich bin Händler, ich muss wieder Scheiße machen. Boah. Apropos Scheiße, und ich erstes. Achte mal auf das Fleisch, was da rauskommt. Das sieht aus wie so ein Scheißhaufen. Okay. Ich entferne mich mal von dem hier. Also nicht von dem neben mir. Von dem kann ich mich nicht entfernen. Oh ja. Okay. Hat sich angehört wie so ein Minecraft-Spiele. So, warte mal, da hinten war doch. Ja, ich bin verwirrt. Also irgendwo da hinten war noch eine Wüste. Da ist ein Wüstentipp. Dieser Kommentar. So geistreich, ne? Ja. So, ich glaube einfach mal. Ich weiß nicht, ach, hier sieht es auch sehr höhlig aus. Höhle. Oh, schöne Höhle. Und Lava. Oh, ich sehe der Lava. Ich frage mich, wie kommen wir sicher runter? Ja, so kommen wir sicher runter. So. Ah! Ah! Scheiße! Diese Reaktion, Freunde, diese Reaktion! Diese Alter, Reaktion! Scheiße. Super klasse! Du bist gestorben! So geht es und nicht anders! Spitzenmäßig! Naja, siehst positiv, du bist bei der Maus wieder! Bei der Maus? Bei dem Haus. Das selbe. Haus, Maus, Jaus, Klaus. Genau. Oh Mann. So bin ich jetzt okay. Ja, das ist der Vorteil. Oh Mann, Feind, das Geile ist ja, ich bin dann noch durch den Enderman in der vorletzten Folge gestorben. Dann dachte ich mir, okay, YOLO, ich gehe mal weiter. Geh nur mal Sachen suchen. Jetzt bin ich nur mal gestorben. Alter, ja. Finde ich sehr blöd, cool. Ja, so auf jeden Fall, jetzt sind wir jetzt ein bisschen in unserem Haus, jetzt können wir den ganzen Plan wieder um die Ecke werfen und bauen einfach mal an unserem Haus weiter. Wunderbar. Jetzt weiß ich allerdings nicht mit was. Weil wir brauchen noch Obsidian für die Scheiße hier. Was ist das denn? Was soll das? Das ist eine Monsterfalle. Ich wünschte, ich würde wissen, wie man sowas baut. Ja, wünschte ich auch. Ah, nee, nein, wir haben die ganzen Karotten mitgenommen. Nein! Was sollen wir denn jetzt essen? Und wir keine Karotten mehr haben. Nee, und ich passe echt ein bisschen kacke. Spaß. So, tierisches Zeug. Na super, das heißt... Samen. Hm.
Dann müssen wir jetzt damit weiter. Verdammt, es sind wieder keine Karotten. Das heißt, wir müssen jetzt wieder mit Weizen hier rumkommen. Das heißt, wir haben wieder eine Essensnot oder Hungersnot oder dasselbe. Das heißt, gut, tue ich mir leid. Okay. Darf eigentlich vergessen, es leicht zu... Hast du eigentlich noch anderes Essen außer... hast du nicht... ich hatte gerade Karotten. Nee, ja, aber hattest du nicht sonst noch irgendwas anderes, was du nicht verloren hast? Hier im Haus rumlagern und so. Ja, klar. Ich habe ja nur das wenigste mitgenommen. Nur ein Eisenschwert. Eisenspitzhacke, Eisenrüstung habe ich nicht mit. Was so ein scheiß Fieber. Ja, jetzt brauche ich aber wieder was zu essen. Oder vielleicht ist hier noch ein Ei drin oder hier oben. Okay. Dann würde ich einfach mal rausgucken, was wir so bauen können, einfach mal so ganz spontan. Weil ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir so. Er hat nämlich hier eine Monsterfalle. Der Turm. Oder sollen wir einfach nur mal losgehen? Wir gehen einfach nur mal los. Ja, damit du immer wieder stirbst. Ja, wir haben kein Essen, verdammt. Aber ich weiß aber, was wir dagegen machen können. Wir gehen nämlich jetzt einmal ein bisschen Holz kloppen. Da fallen vielleicht ein paar Äpfel runter. Und dann habe ich was zum Essen. Und Essen ist schön. Ich weiß hier nur eine andere Art von Äpfeln. Also, du gehst zu einem Pferd. Nein, das... Leute, tut mir leid. Aber irgendjemand muss halt seinen Let's Play verschlechtern. Ich meine, wer macht es denn sonst? Wen hast du zum Let's Play verschlechtern? Sag's mir. Ja, tut mir, jetzt habe ich ja, also verschlechtert. Jetzt weißt du, warum ich zu dir gekommen bin. Ich habe, jetzt habe ich kein Eisen mehr. Ich muss hier nur Eisen. Ah, ich muss Eisen. Wow, 20. Jetzt habe ich kein Eisen mehr. Wo ist mein scheiß Eisen? Was hast du überhaupt hier, ey? Gold. Ah, okay. Ah, ich hab da noch ein bisschen... Jetzt weiß ich, muss ich aber noch beraten. Dann gehen wir zu Cobblestone und machen zusammen ein paar Äxte. So wenig? Ja. Ja, Monsterfallen haben wir ein bisschen wenig Cobblestone und das war dann so ein bisschen das Problem. Normal. Und dann Cobblestone haben manchmal gleich ein paar mehr, weil die sind sowieso so schnell am Arsch, die Äxte. Nein. So. Yo. So, und so, jetzt haben wir ja 6 Äxte, einfach nicht viel. Und gehen damit einmal ein bisschen Holz kloppen, oder Bäume kloppen, und dann Holz kloppen zu normalen Holzbrettern und so weiter halt. So. What the fuck? Jetzt noch rausgehen? Genau. Ja, das muss ich auch mal ein bisschen üben. So, hier habe ich einen überhaupt nicht künstlich angelegten, nur abbrennen hier, überhaupt nicht künstlich angelegten Wald, in dem wir jetzt Bäume zerstören. Wir können jetzt aber auch zu unseren Sachen gehen, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe zwar die Koordinaten gerade aufgehabt, aber pff, auch immer die Sachen jetzt sind. Es war auch nicht so wie wertvoll ist. Es war... Jo! Okay, das war mein Mülleimer auf jeden Fall. Ja, ja, das waren nur das Eisen. Da waren ja nicht mehr Diamanten dabei. Beim ersten Mal war ein verzaubertes Buch dabei. Da habe ich mich aber ein bisschen geärgert. So ein bisschen. Ah, also ich hoffe, musiktechnisch stimmt auch alles, weil wir hören das nämlich gerade nicht, aber wir sind wirklich professionell das Headset in die Mitte gelegt haben. Und das brüderlich Teil. Weil ich mein Headset vergessen habe. Ja. Tut mir leid, Freunde. Ja. Entschuldige dich dafür. Entschuldigung. Ja, lass ich dich mal schämen. Okay. First World Problems, würde ich mal sagen. Ja. So, welchen Baum nehmen wir noch? Den da hier. Nee, warte, den da hier. Der sieht schön aus. First World Problemas. Okay. Das musste ich jetzt einfach sagen. Da ist der Mülleimer schon wieder. Der meldet sich nochmal zu Wort, Freunde. Ich konnte immer dagegen. Ich hätte meine Füße hinter. Jetzt lass doch mal den Mülleimer aussprechen. So, oh mein Gott. Das Tempo ist ja wieder richtig toll hier. Wähle ich ein Dilemma. Dilemma. Und siehst du hier irgendwo schon Äpfel? Schau mal. Du wolltest ja eigentlich kein Holz kloppen, sondern Äpfel kloppen. Ja, ey, hast du da nicht Karotten noch? Neben nicht. Nein, rechts. Rechts, da, angepflanzt. Oh mein Gott, das sind noch Karotten. Oh, Boss! In unserem geilen Bushäuschen, oh mein Gott. Da habe ich mir jemanden zum Spaß angesehen. Ja, von wegen hier keine Karotten mehr. Ich selber Karotten. Zeit machen. Da habe ich jemanden zum Spaß in diesem Haltehäuschen, habe ich das einmal so genannt, angesiedelt, angepflanzt. Wunderschön. Und da dachte ich mir so, ja, egal, lass ich einfach mal drin, so als Schmuck. Hier wunderschön aussehen. Und ja, die Karotten haben uns gerade den Arsch gerettet. Also ich schmück mein Haus auch immer mit Karotten. Ja. Ich vergammel dann immer.
Lecker, Schmecker. Ja, da braucht man nicht, wenn ich gar kein Holz mehr kloppe. Das lockt dann immer Hasen an. Ja, die hältst du dann immer. Möchtest du deinen Kindern echten Hasen zeigen? Ja. So, jetzt kann ich mal gucken, ob ich die Scheißtreppe, ob ich überhaupt noch brauche. Warte mal. Weil hier oben haben wir ja diese Treppe gebaut. Genau. Ruhe, Mülleimer! Ruhe! Ja. Jetzt bist du ruhig! So. Tut mir leid, Freunde, aber der bockt wiederum. Ja. So, auf jeden Fall, das können wir einfach wegmachen, weil es nämlich oben schön Holz. Nicht Holz, schön Erde. Ne, schön Gras. Was jetzt? Ja, weil ich hab nämlich diese Treppe hochgebaut, damit hier so Gras wächst. Okay. Und dann mach ich jetzt wieder weg, damit das hier auch wieder schön aussieht. Ja, weil das sah schon ein bisschen sonderbar aus, muss ich sagen. Ja. Ich hab mich da schon gewundert, was das eigentlich soll. Was soll das? Das ist sehr schön, ist das alles hier. Ich kenne doch. Das ist mir eigentlich so geil, man ist mit einer bloßen Hand graben wir die Erde aus der Luft weg. Das ist ja wunderbar. Mit der Pfote. Schön. So, dann haben wir nämlich jetzt auch mal abgeschlossen. Dann sieht das Haus nicht ganz so hässlich aus. Und dann können wir auch gleich mal pennen gehen, weil wir haben nicht mehr keine Rüstung, keine Waffen, ist eigentlich perfekt. So, ich bleibe aber noch hier oben. Hier oben sind wir nicht relativ safe, außer zu unserem Skelett. Weil sonst, genau, hier vorne ist ein Apfel, aber egal. Ich gehe jetzt ins Bett und dann am nächsten Morgen machen wir auf jeden Fall irgendwas. Hoffentlich. Ich weiß selber nicht, was wir machen, aber wir machen irgendwas. Panorama-Schlafzimmer. Gute Nacht. So ist es doch cool einzuschlafen. Morgen. Ist eigentlich was drin? Nö. Okay, egal. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir... Die Tür machst du gefälligst zu! So. Ich könnte mal Pferde angeln, eigentlich angeln. Pferde holen, ja, Pferde an. Kühe könnte ich auch mal schlachten. Nicht? Nee? Ist das dein Familientreffen hier oder was? Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Tja. Ich wollte Karotten essen. Wow, ich habe einen Apfel. Super. Hat ja extrem viel gebracht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo mein Eisen ist. Ich bewege mich langsam in die Ofenkammer. Die Ofenkammer. Komm mit, ich zeig dir meinen echten Ofen. Ich zeig dir meinen echten Ofen vor allem. Einen echten Ofen. Ja, normal. Was ist eigentlich das Bild? Das habe ich mir bei Ikea gekauft. Ich habe mir aber schon, dass du verpixelt ist und deswegen... Nee, aber ohne Witz. Das ist ein Texture Pack. Oh. Das Pack. Okay. Macht man jetzt. Aber ich weiß gar nicht. Also eigentlich müssten wir müssen eigentlich jetzt losgehen, weil wir brauchen nämlich noch Material, aber wenn ich es nicht geschissen bekomme, das Ding hier heil nach Hause zu karren, kann das natürlich noch lange dauern. Das tun wir aber mal die ganzen Äxte in die Ausrüstungskiste. Aber wir haben kein Eisen, oder doch, wir haben Eisen, wir müssen so noch schmelzen. Vielleicht ist hier Eisen drin. Nö. Hier, nö, hier, nö, hier, nö, hier, nö, und hier, nö. Verdammt. Oder Gold. Ach guck mal, wir haben noch Eisen abgefangen. Sag mal, wo ist eigentlich die Kohle von uns? Ich weiß, wir hatten Kohle. Das weiß ich. Das kann doch nicht sein. Aber wir haben Holz. Holz können wir zur Kohle machen. Wie wir alle wissen. So, jetzt müssen wir eben ein bisschen warten. Aber dann können wir unser Eisen befeuern. Dann haben wir ein Schwert wieder und eine Spitzhacke und ein paar Spitzhacken, damit wir drauf gehen können. Und ich zum dritten Mal loslaufen kann. Und die Holzkohle sieht voll geil aus. Voll krüppelig irgendwie. Ja, sieht die denn anders aus als normale Kohle? Ja, sonst sieht die immer so schön fein aus, aber irgendwie sieht die zu krüppelig aus. Ja, die wollen halt damit bezeugen, dass man auch wirklich Kohle suchen geht und nicht einfach Holzkohle macht. Okay. Ich nicht ins Ohr. Mach ich aber. Oh mein Gott. So, dann tun wir hier mal so zwei rein und Eisen. Mit der restlichen Kohle, vor allem mit der restlichen unglaublichen Kohle, können wir mal Fackeln machen. Das ist super. Richtig produktiv heute. Ja, brutal. Okay. Trommelwirbel. Ja. Oh mein wow. Gott. Vier Fackeln. Alter, jetzt ist dein Inventar aber voll. Ja. Da. Ja, achso, genau. Hier haben wir noch eine Krüppel Kohle. Und hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Jetzt brauchen wir... brauchen 8 Eisen. Sehe ich genauso. Ja, ich auch. Währenddessen können wir eigentlich so mit Karotten hier reinsetzen. Wobei, nehmen wir, wenn wir dann zurückkommen. Oder halt draußen. Oder... draußen. Weil in dieses Zierbeet da, wo draußen. Du die auch... Ja,
Wir brauchen dann noch was um für die Reise. Ne? Verstehe ich sehr wohl hoffentlich. Nein, verstehe ich nicht. Na, hab ich mir. Das Schaf hat dir gewütet. Wo ist denn das? Ich war 5 Minuten weg und dann war alles verwüstet. Hui! Okay. So, hier liegt noch Erde, sammeln einfach mal alles ein. Ja, aber wow, ich habe einen Wolle. Komm, weißt du was? Den haben wir jetzt halt angelegt. Ich habe einen Wolle! Was hast du? Das Andenken setzen wir jetzt drauf. Wir müssen eigentlich auch einen Leuchtturm hinbauen. Für einfach, weil wir es können. So aus Prinzip, ne? Ja. Was ist eigentlich gerade für ein Geräusch? Sein Handy. Oh, nee, sein Handy. Handy, also was ist das? Es war 74, da hatte ich ein Handy. So, mal gucken, wie viel Eisen wir jetzt haben. 11, das reicht. Reicht nämlich für ein Schwert. Und für Spitzhaken. Ne, wäre das Schwert so genau, aber ich muss wieder Minecraft lernen. Nee. Und zwei Spitzhaken. Zwei Spitzhaken? Spitzhaken. So, kann man mal machen. Nein. Und wo ist der Haken an der Sache? In der Spitze. Oh, oh Gott. So. Ich schäme mich gerade. Ich schäme mich auch für dich. So, haben wir einen Crafting-Tabel? Ich bin nur ein Ofen, ich hätte umrum. Ah, dann müssen wir unten craften. Toll. Weil wir bauen jetzt ein Boot. Oh nein, wir müssen unten craften. Im Keller. Das. Entschuldigung. Ja, toll. Das hast du ganz auf dem kaputt gemacht. Durch ein komisches Gepfeife. Ja, brutal. So, wir gehen aber mal jetzt ganz. Oh, sorry, das war wieder mein Handy. Oh, sorry. Oh, was ist schon wieder mein Handy? Halt die Fresse! Okay. So, wir müssen hier über den Berg. Weil sonst kommen wir nicht weit. Ach, Mist. Hier ist noch eine Höhle. Aber. Kohle. Ja, aber die Kohle ist böse. Die nimmt sich gute Kohle. So, wie ist ein Boot? Kohle ohne Kohle. Alter, ich laber auch noch Scheiße. Ich bin eigentlich nur hier, um Scheiße zu labern, fahre Freunde. Mit dem Boot. Fahre mit dem Boot. Mit dem Boot. Boot? Ey, wo hast du es jetzt? Ist kaputt jetzt so. Der guck mal, der hat einen Stock in der Hand. Bestimmt wie. Der besser als im Arsch. Woher weißt denn das so genau? Letztes Familientreffen. Das tut mir leid. So, die Kraken sind Kraken. Was ist eigentlich das hier in meinem Wasser? Echt? 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 Nicht. Krass. Die sind irgendwelche Vierecke immer. Entschuldigung. Wo wohnt ihr SpongeBob? So, und hier baut sich so hässliche Welt auf. Aber ich möchte eigentlich jetzt in die Höhle. Wir haben 4 Fackeln. Unglaublich. Kommen wir bestimmt voll weit. Ja, extrem. Mein Gott. Lalala. Ich hasse euch, vor allem wenn du gegen eine Krake immerhin, du hast 2 weitere Sticks, das reicht immerhin für maximal 8 Fackeln! Fackeln? Fackeln. Okay. So, hier ist Wüste. Aber... Wüste ist keine Wüste. Hä, hey, warum? Könnte die mögen mich nicht. Zum Glück habe ich noch ein drittes Gold. Oh, aua, aua. Auf die Fresse. Auf den Kauleiste. Ja, aber das war voll die Titanic-Style, nur halt mit einem Sandberg. Ja, aber ich bin ja nicht mehr dagegen gefahren. Das war ja nur Wasser. Vielleicht war es hartes Wasser? Ja. Wasserbär. Auch Eis genannt. Mein Gott, ey, das ist ja wieder kreativ und... Ach du Scheiße. Da gehen wir mal hin. Allerdings... Das musst du screenshotten. Sieht voll geil aus. Ja, vor allem aus dem Winkel hier. Natürlich, natürlich. Ach, wunderschön. So, fahren wir mal so ein bisschen zu. Mal. Geht's da weiter? Ich möchte nämlich mal hoch.
So, wir stoppen hier ordnungsgemäß und parken die ein. Sein Boot. In sein Boot. So, und ich würde aber sagen, wir sind schon wieder bei knapp 20 Minuten. Da hoch gehen wir erst in der nächsten Folge. Mal gucken, ob denn der Zock und Frank da ist, ob ich ihn noch aushalte hier. Das ist dann so eine Frage. Auf jeden Fall würde ich sagen, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat und so weiter. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Alle ein Dislike geben. Okay. Ja, ich war das, würde ich sagen. Sehen wir uns in der weiteren Folge von Minecraft. Tschüss. Tschüss, Freunde. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast. Das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.